So, hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute aus meinem neuen Büro. Quatsch, das ist ein Wohnwagen von einem Freund von mir. Der war jetzt gerade offen, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal hier reingesetzt. Und zwar habe ich von Nigrin ein Pflegepaket bekommen. Vielen Dank an Nigrin hierfür schon mal. Und zwar sind da ganz viele tolle Sachen drin. Ein Rundum-Pflegepaket fürs Auto. Und ich würde sagen, wir schauen da zusammen jetzt einfach mal rein, was da alles dabei ist. In den nächsten Wochen werden wir dann natürlich auch diese Produkte nach und nach auch testen. Es wird dann halt noch ein paar Videos dann dazu geben natürlich. Und wir probieren mal aus, gucken, was das kann und ob ich euch das auch empfehlen kann. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Wir haben hier einmal einen tollen Karton und ganz oben drauf haben wir ein Set Mikrofasertücher, Lack, Cockpit und Glas. Da sind drei Mikrofasertücher drin, verschiedene für ja, Lack, Cockpit und Glas, ne? Gibt es nicht viel zu erzählen, sind halt Standard-Mikrofasertücher, wie ihr sie auch von jedem anderen Hersteller irgendwo bekommen könnt. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass das hier irgendwas Besonderes ist. Denke ich mal, kriegt man überall, kostet auch nicht die Welt. Legen wir das mal beiseite und greifen einfach mal hier rein. Und hier haben wir eine Textilreiniger. Ein Textilreiniger mit so einer Bürste hier drauf. Das habe ich irgendwann vor Jahren schon mal getestet. Bei mir zu Hause vor YouTube. Das ist wohl das Richtige hier für Textilsitze und Teppiche auch. Das ist so ein Schaum, wenn man hier sprüht, dann sprüht man das da hier drüber auf und kann dann halt mit der Bürste das alles einarbeiten und danach, soweit ich weiß, muss man das mit einem Tuch abwischen beziehungsweise mit einem Nass-Trockensauger aussaugen auch. Bin ich mal gespannt, das werden wir mal testen. Ich muss es nur überlegen, habe ich ein Auto, was irgendwie ziemlich dreckig ist? Also ich weiß von einem Kollegen von mir, der hat einen Fleck auf dem Sitz. Den werde ich wohl mal darauf anhauen und dann schauen wir mal, dass wir das an seinem Auto auch getestet bekommen. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Reifenpflege. Das heißt, Reifenpflege. Ja, nach dem Waschen ganz normal, nach dem, ja, mit dem Shampoo oder sowas, wenn wir die ganze Karre gesäubert haben, sprühen wir das dann einfach nur auf den Reifen auf und lassen es einwirken. Ne, muss ich das jetzt noch irgendwie abwischen? Ne, kein Nacharbeiten steht hier drauf. Man soll es einfach nur 3 Minuten lang einwirken lassen. Ich weiß nicht, wofür man das einwirken lassen muss, wenn man das nicht nacharbeiten muss. Es zieht halt einfach nur ein. Das heißt, draufsprühen, fertig. Seidenmatt, das heißt, der Reifen glänzt nicht wie Hulle danach, sondern wirklich hat einen seidenmatten Glanz einfach nur. Werden wir natürlich dann auch mal testen. Was haben wir jetzt hier vorne? Ein Kunststoffreiniger. Nigrin Performance auch, also die Performance-Serie von Nigrin. Kunststoffreiniger zur Vorbereitung der Versiegelung. Das heißt, wahrscheinlich unlackierte Kunststoffteile wahrscheinlich. Ja, im Außenbereich. Also das ist hier wirklich für den Außenbereich, wenn wir irgendwie unlackierte Stellen haben, Schutzleisten, Kunststoffstoßstangen, unlackierte, können wir das als Reiniger nutzen. Es ist tatsächlich nur der Reiniger, denn danach muss noch versiegelt werden. So, was haben wir hier? Scheibenklarkonzentrat. 1 zu 100, das heißt, wir können damit 25 Liter Scheibenklar mischen. Ein Sommerkonzentrat für Temperaturen über 5 Grad geeignet. Das heißt, wir haben hier keinen Frostschutz drin, sondern es ist wirklich nur ein Reiniger mit Duft wahrscheinlich. Was ist das für ein Duft? Designerduft steht hier drauf. Was ist das für ein Quatsch? Riech ich nochmal dran. Riecht nicht nach nichts Besonderem, das ist einfach nur ein Reiniger, so riecht er auch. So, was haben wir hier noch? Ein Gummipflegestift mit Schwämmchen hier drauf direkt. Das heißt,
für die ganzen Gummidichtungen um die Türen rum, Heckklappe etc. mit Schwamm, bla bla, macht alle Gummiteile weich, geschmeidig und farbfrisch. Das heißt, das ist eigentlich so die richtige Pflege für vorm Winter. Damit schmieren wir dann die ganzen ja, Gummidichtungen ein. Nicht, dass uns das Auto halt, wenn wir das im Winter waschen, auch nicht, dass die Gummileisten dann auch irgendwo einfrieren. Das sollte das Dingen hier auch verhindern. Genau, verhindert das Festfrieren von Dichtungen. Alle 3 Monate wiederholen. Nicht auf Pedalen, Lenkrad, Scheiben, Wischerblättern und Laufflächen von Reifen anwenden. Wissen wir Bescheid. So, guck mal hier. Was haben wir hier noch? Ah, ein Insektenschwamm. Also ja, Insektenschwamm, da brauche ich euch nicht großartig was zu erzählen. Ist halt gelb, schwammig. Insektenschwamm. Was haben wir noch? Ja, ein Waschschwamm. Autoschwamm zum Waschen ganz normal. Recht weich auch das Ding. Also das heißt, für wenn wir das Auto einschäumen, können wir den damit ja, waschen. So gesehen, alles schön einreiben. Mal weiter. Was haben wir hier? Wieder Nigrin Performance Waschversiegelung Evotec. Evotec Waschversiegelung, was kann die denn? Oh, mit Dosierindikator steht hier drauf. Was ist das? Ah, 10 Liter Eimer bis ja, zu 2 Drittel mit Wasser füllen. 2 Drittel, das sind 6 Liter. 10, 10, 3, ja, 6, 6,7 Liter ungefähr. Waschversiegelung langsam in einem dünnen Strahl einfüllen, bis ein satter Blauton entsteht. Färbt sich die Mischung olivgrün, sollen wir wieder mehr Wasser hinzufügen. Das heißt, es scheint hier auch wirklich so ein Konzentrat zu sein. Ein Waschkonzentrat. 2 in 1 reinigt und konserviert in einem. Das heißt, wir müssten, wenn wir jetzt ja, einfach nur waschen wollen mit einer kleinen Versiegelung, nur das hier benutzen. Danach muss nicht mehr gewachst werden. Aber wahrscheinlich ist da irgendwie so ein Wachs oder so mit drin. Man weiß es nicht so genau. Nicht in praller Sonne anwenden, steht hier auf jeden Fall drauf. Ja, groben Schmutz vorab mit reichlich klarem Wasser abspülen. Natürlich, also wir sollten natürlich nicht die Karre komplett zu mit Dreck haben, sondern vorher natürlich mit dem Hochdruckreiniger einmal grob drüber waschen und können dann, also es ist eigentlich, es ist ein Shampoo. Ist ein Shampoo mit Versiegelung. So, was haben wir hier noch? Ja, fangen wir mal hier an. Cockpit-Lotion. Eine Cockpit-Lotion, seidenmatt. Hier, so sieht's aus. Ja, damit können wir dann das ganze Cockpit mit pflegen. Auch für Ledercockpits geeignet. Steht, reinigt wirksam und pflegt besonders reichhaltig und langanhaltend. Auch fein genarbte Oberflächen. Fein genarbt, das heißt meistens dann auch mit Leder bezogen. Wahrscheinlich dann auch für Kunststoff etc. Geeignet. Und ist. Das ist interessant, das ist nämlich 100% abbaubar. Das heißt, das ist ein Ökoprodukt in dem Fall. Keine heftige Chemie drin, sondern wirklich 100% abbaubar. Dann geht es weiter. Ein Scheibenreiniger mit Nikotinlöser. Hier haben wir einen Scheibenreiniger. Auch von Nigrin Performance in dem Fall. Reinigt Autoscheiben mühelos und hocheffizient innen wie außen. Streifen und Schlieren frei. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hatte jetzt schon mal einen anderen mal ausprobiert, der hat mir Schlieren ohne Ende gezogen. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich hier schlagen wird. Und beseitigt auch Schmier- und Nikotinfilme. Das heißt, Schmier- und Nikotinfilme, Schmierfilme besonders im Winter, wenn unsere Scheiben von innen irgendwie beschlagen, man geht einfach nur mit dem Tuch von innen durch und hat dann auch häufig mal bei Sonneneinstrahlung ja, so ein Schlierenbild. Jeder kennt das wahrscheinlich. Und das Gleiche ist für die Raucher unter uns, die ordentlich bei geschlossenen Fenstern in der Karre qualmen, setzt sich auch so eine leichte gelbe Nikotinschicht in den Scheiben ab. Ist ziemlich eklig das Ganze, weil das hängt dann in der Scheibe und ja, riecht auch extrem nach Nikotin. Es sind dann nicht unbedingt die Polster, die danach stinken, sondern wirklich dann auch die Scheibe, ne? Und
das soll das auch mit, ja, verhindern. Dann haben wir hier einen Insektenentferner mit Gelformel, auch Nigrin Performance Insektenentferner. Was kann der hier? Schonende Reinigung Ihres Fahrzeugs, Gelformel, einfach in der Anwendung und sie verlängert die mögliche Einwirkzeit. Das heißt, wir können das wirklich vernünftig aufsprühen und dann wirklich auch einwirken lassen, weil häufig hat man halt die Sache, wenn man mit einem sehr flüssigen Insektenreiniger arbeitet, der läuft dann einfach die Stoßstange runter, aber meistens sind es ja vertikale Flächen auch, die dreckig sind und das soll der hier wohl vermeiden. Werden wir natürlich auch ausprobieren. Gehen wir weiter. Nigrin Brillantwachs Detailer für alle glatten Oberflächen. Intensive Farbe und brillanten Hochglanz mit minimalem Zeitaufwand. Pflegt alle glatten und lackierten Oberflächen, schützt vor Neuverschmutzung und garantiert langanhaltenden Abperleffekt bei nachhaltiger Konservierung. So sieht das Ding hier aus. Hocheffiziente Konservierung für alle Lacke, Kunststoffe, Glas, Felgen, Metallteile. Ja, sehr interessant. Also zum Aufsprühen. Muss nicht einwirken, das Zeug, sondern wir sprühen es einfach wirklich nur auf und reiben es dann mit einem Mikrofasertuch ein. Dann haben wir hier den Felgenreiniger Evotec. Evotec Felgenreiniger. Also ich habe wirklich viel Gutes von diesem Felgenreiniger gehört. Aus der Performance-Serie, der normale Felgenreiniger, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der normale Felgenreiniger soll wohl okay sein, aber bei hartnäckigen Verschmutzungen doch seine Probleme haben. Der hier soll wohl wirklich gut sein. Den sprüht man auf, der verfärbt sich da, also der verfärbt die Felge dann so lila. Man muss es ein paar Minuten einwirken lassen und kann dann einfach mit dem Hochdruckreiniger das Zeug absprühen. Das heißt, man muss es nicht nochmal mit einer Bürste einreiben, sondern es wirkt schon alleine ein und wird dann anschließend einfach nur mit dem Hochdruckreiniger abgespült. Da bin ich gespannt. Hatte ich selber noch nie gehabt, deswegen freut mich das umso mehr. Und dann haben wir hier noch, was. Nigrin Performance Reinigungsmasse. Reinigungsmasse, das heißt, das ist einfach nur so ein Glibber. Das ist hier so ein Glibber hier nur. So wie so Knete. Das ist aber weicher wie Knete. Und damit können wir schwer zugängliche Bereiche reinigen. So wie Lüftungskanäle im Fahrzeuginnenraum. Unter den Fensterheberschaltern und sowas. Gehen wir einfach nur dann drüber über das ganze Cockpit. Anwendung mit trockenen Händen. Also das müssen wir irgendwie nicht großartig noch mit dem Reiniger vorgehen, sondern wir nehmen einfach nur dieses Zeug hier und gehen dann über die ganzen Armaturen, Cockpit, die ganzen Schalttafeleinsätze, Knöpfe etc. Das geht wohl dann schon so ein bisschen mit rein und zieht den ganzen Staub und Dreck da raus. Bin ich gespannt, kenne ich nicht, habe ich noch nie benutzt sowas. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann zu guter Letzt Brillantpolitur inklusive Mikrofasertuch und Schwamm, auch von Nigrin Performance. Für alle Lacke geeignet, perfekte Showroom-Optik. Hat einen niedrigen Lackschutz, 2 von 5 und eine 4 von 5 Polierwirkung. Entfernt leichte Kratzer und Hologramme, sorgt für brillanten Hochglanz, insbesondere bei dunklen Lacken und ist besonders materialschonend und intensiviert die Farbe. Nicht verkehrt. Was kann das noch? Ja, Korrosionsschutz etc. Wie auch immer. Gucken wir mal rein, was wir hier so drin haben. Das ist das Zeug. Fine Cut Polish. 500 ml Turbo. 75% feiner als vergleichbare Produkte. Feiner, das ist ein Stichwort. Fein heißt, dass wir eine recht geringe Schleifleistung haben. Das ist ganz klar, denn wenn wir jetzt polieren mit
ja, groben Polituren, also wirklich mit so Lackreinigern, die dann wirklich grobe Schleifpartikel drin haben, kriegen wir natürlich den Dreck richtig runter. Wir nehmen aber auch Material vom Lack runter. Also wenn man sich damit nicht auskennt, sollte man die Finger davon lassen. Man muss da wirklich sehr behutsam vorgehen. Ja, und das ist natürlich gut. Nigrin ist halt eine Marke für Heimanwender. Das ist, also ich kenne kaum einen richtigen Profi-Anwender, der mit Nigrin-Produkten arbeitet. Das richtet sich hier tatsächlich an Heimanwender. Und damit macht man wahrscheinlich nichts falsch. Da müsste man wahrscheinlich 3 Stunden lang auf einer Stelle polieren, bis man da wirklich irgendwie mal Lack runter hat. Deswegen steht hier ja auch nur das leichte Kratzer und Hologramme entfernen. Leichte Kratzer, das heißt wahrscheinlich noch nicht mal die Kratzer in den Türgriffmulden, sondern so wirklich so Waschanlagenkratzer. So ganz feine, hologrammartige Kratzer. Bin ich gespannt. Hier ist auch noch ein Tuch drin. Und ein Schwamm. Schwamm ist hier auch noch drin. Ne, so, Schwämmchen und Tuch. Das heißt, mit dem Schwamm wahrscheinlich einreiben, das Ganze mit dem Tuch dann auspolieren. Sehr schön. Packen wir das hier direkt mal wieder ein. So. So, ich sortiere das mal alles hier schön auf, einmal kurz. Zack, damit ihr euch da nochmal einen Überblick verschaffen könnt. Zack, zack, so. Das hier mal hin. So. Mal hier hin. Ja, sehr geil. Also ich freue mich hier wirklich, weil jeder weiß, Nigrin ist halt auch eine, also keine preissensible Marke. Das heißt, wir zahlen auch wirklich ein bisschen Geld für das ganze Zeug. Und wenn ich jetzt hier einfach mal überschlage, was das alles im Endeffekt hier zusammen kostet, ich denke mal, so eine Brillantpolitur, die kostet um die 20 Euro. Der Reiniger, ich glaube, 10 bis 15 Euro hier und jedes davon wahrscheinlich auch so um die 10 Euro, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das heißt, wir haben hier 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 und das alles zusammen. Ich sag mal so, wir haben hier einen Warenwert von fast 150 Euro. Ich weiß selber, keiner von uns fährt irgendwie, glaube ich, im Baumarkt oder so, wo es diese Produkte gibt. Also das ist ja wirklich, sowas kriegt man im Baumarkt, so einem Real oder sowas halt, ne? Auch. Und ich glaube nicht, dass da einer hingeht und sich einmal das Nigrin-Regal kauft für über 150 Euro. Ich finde das super. Vielen Dank an Nigrin nochmal für dieses tolle Set hier. Ich werde das alles mal ausprobieren in der nächsten Zeit. Jetzt das Wetter ist wieder richtig geil. Wir haben jetzt Ostern und das Wetter sieht gut aus. Ich habe ein paar Autos, die man eben immer wieder waschen muss. Und dann werde ich das hier nach und nach alles mal testen auch. Das heißt, wenn wir jetzt mal eine Außenwäsche oder so machen, werden wir natürlich hier irgendwie die Reifenpflege, den Insektenentferner, den Felgenreiniger nutzen. Wenn wir mal eine Handwäsche machen, werden wir hier die Waschversiegelung auch benutzen. Innenraum reinigen, Cockpitlotion mit dem Scheibenreiniger, mit der Textilpflege, wo wir gucken werden, ob wir damit auch einen richtigen Fleck im Sitz, so einen Wasserfleck, so einen Kalkfleck da irgendwie rausbekommen. Da bin ich mal gespannt. Die Reinigungsmasse für die ganzen Lüftungskanäle und sowas und die Schwämmchen etc. werden wir alles benutzen. Dann werde ich auch meine Einschätzung zu den Produkten auch geben. Aber hier habt ihr jetzt einfach mal einen Überblick, was man so alles braucht. Also mit diesem Paket können wir ein ganzes Auto vernünftig von A bis Z reinigen. Dafür braucht man dann auch wahrscheinlich einen halben Tag, bis man damit komplett durch ist. Und wie gesagt, ich freue mich, ich packe das jetzt alles hier mal wieder ein. Dann gucke ich, dass ich das alles hier auch wieder vernünftig reinbekomme. Mal gucken, ob es vom Platz her passt. Ist ja immer wieder ein bisschen so wie Tetris spielen, das Ganze. Den hier hin, den hier hin, das hier rein. So, gucken, ob ich gut Tetris packen kann hier. Das hier rein. Der Schwamm muss hier irgendwie so, so und das hier drüber. Deckel zu. So. Ja,
Das war's. Vielen Dank für Nigrin nochmal für dieses tolle Paket. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch mal einen kleinen Überblick gegeben für, ja, über Produkte, die man so im Normalfall zu Hause haben sollte. Nicht unbedingt jetzt von Nigrin unbedingt, aber es gibt ja viele andere Hersteller auch. Deswegen, ich bin ja neutral, was sowas angeht. Gibt natürlich auch irgendwie Sonax, Meguiars, Dr. Wack und so weiter, wie sie alle heißen. Das sind so Produkte alle für Heimanwender wirklich. Ne? Baumarktware, sage ich jetzt einfach mal. Das ist wirklich Baumarktware. Wo man sich nicht großartig Gedanken machen muss, oh, was nehme ich, sondern ich habe da immer genug Auswahl in so einem Laden, wo ich einfach gucken kann. Gibt natürlich sehr, sehr viele Designer-Produkte zurzeit auch auf dem Markt, die extrem zum Teil gehypt werden. Ob das alles so geil ist, weiß ich selber nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, werde ich hoffentlich in Zukunft auch mal machen. Ne? Also es kostet natürlich auch alles Geld, deswegen da immer nach und nach. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.